Hallo und willkommen zum neu aufgelegten Litschi-Video über den Virtual Reality Modus, mit welchem ihr euch direkt in euer Cockpit eures Phantom oder Inspire beamen lassen könnt, um eure Flüge noch intensiver zu erleben. Wir schauen uns zunächst an, welches Hardware-Setup ihr dazu benötigt und welche Software-Einstellungen ihr vornehmen könnt, bevor wir den Feldversuch starten. Hierzu gebe ich euch noch ein paar Tipps zum VR-Brillengebrauch während autonom Flügen und zum Schluss krönen wir die ganze Sache mit dem Copterhead-Tracking. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Zunächst einmal benötigt ihr euren Copter mit seiner Fernsteuerung. Hat diese eine Lightbridge, so braucht ihr noch ein ausreichend langes USB-Kabel für euer Handy. Um das duale Bild im VR-Modus richtig sehen zu können, benötigt ihr noch eine sogenannte VR- oder Virtual Reality-Brille. Das kann zum einen so ein ganz simples Cardboard sein, ich würde euch aber empfehlen, etwas mehr Geld auszugeben. An meiner Brille kann ich hier zum Beispiel noch etwas die Schärfe einstellen, auch der Augenabstand ist einstellbar und, wenn ich möchte, kann ich auch vorne den Deckel abnehmen, sodass die Kameralinse nach außen schauen kann. Obendrein ist die Brille gut gepolstert und hebt gut an meinem Kopf, sodass ich meine Hände frei habe. Aber ganz egal, welche Brille ihr kauft, das Wichtigste ist, dass euer Handy exakt in die Mitte hineinpasst. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr das USB-Kabel seitlich gut ausführen könnt. Habt ihr euer VR-Setup zusammen, so empfehle ich euch vor dem ersten Flug, euch zunächst mit den Einstellungen vertraut zu machen. Da Litschi auch auf den Kompass eures Smartphones zurückgreift, empfehle ich euch auch, diesen vor jedem Flug zu kalibrieren. Da ich selbst ein Galaxy S4 besitze, kann ich euch zeigen, wie es hier geht. Tippt zunächst bei der Tastatur diese Zeichenfolge ein. Ihr gelangt dann zum Sensormenü, wo ihr auf Sensor tippt. Der magnetische Sensor wird nun hier unten angezeigt. Ist in diesem Kreis so eine 3 drin, so bedeutet das, dass alle drei Achsen eures Sensors ordnungsgemäß kalibriert sind. Ist hier keine 3 zu sehen, so bedeutet das, dass mindestens eine Achse eures Sensors nicht kalibriert ist. Dreht hierfür euer Handy um alle drei Achsen und jedes Mal, wenn eine Achse kalibriert ist, dann wird so wie hier grün. Aber ganz egal, ob auf diesem Wege oder bei eurem speziellen Smartphone auf einem anderen Wege. Schaut und achtet mir darauf, dass auch hier der Kompass korrekt kalibriert ist. Kommen wir nun zu Litschi. Da empfehle ich euch zunächst, in die ganz normalen Einstellungen kurz zu gehen. Wechselt hier zunächst auf die Registerkarte Tasten und scrollt ganz nach unten. Da der Virtual Reality Modus modusübergreifend benutzt werden kann, empfehle ich euch, die Tasten C1 langer Druck und C2 langer Druck zu belegen. Habt ihr die Taste C1 langer Druck links mit VR-Modus belegt, so habt ihr die Möglichkeit, durch langes Halten der Taste C1, sprich links hinten an eurer Fernbedienung, in den Virtual Reality Modus zu schalten. Das ist insbesondere dann sehr sinnvoll, wenn ihr euer Handy schon in der Brille drin habt und nicht nochmal extra aufklappen wollt, um umzuschalten. Zudem könnt ihr auf C2 langer Druck rechts die Funktion Handykamera VR umschalten legen. Das heißt, ihr könnt dann zwischen eurer Copterkamera und eurer Handykamera umschalten. So, nun aber endlich zu Litschi und dem VR-Modus. Zu dem VR-Modus gelangt ihr, egal in welchem Flugmodi ihr euch befindet, indem ihr am rechten Bildschirmrand das Cardboard-Symbol drückt. Der Anzeigemodi eures Live-Bilds ändert sich dann in diese duale Ansicht, für welche ihr dann eure Virtual Reality-Brille braucht. Wollt ihr diesen Modus wieder verlassen, so tippt unten auf das Zahnrädchen-Symbol und dann oben mittig VR beenden. Aber wieder zurück zu den VR-Einstellungen. In der ersten Zeile könnt ihr die OSD-Anzeigen, also die Telemetrie-Einblendungen, entfernen oder mit dem Schalter auch wieder
herholen. Ich empfehle euch aber fürs Erste die Telemetrieanzeige eingeblendet zu lassen. Im nächsten Punkt, Tiefenausgleich, könnt ihr die Wahrnehmung der Telemetriedaten mit Minus nach hinten schieben und mit Plus in den Vordergrund schieben. Ich persönlich habe die auf einem Wert von 0, sprich in etwa gleich auf mit dem wahrgenommenen Bild. Wie tief oder wie weit vorne ihr die Anzeige aber haben wollt, ist ganz euch überlassen. Habt ihr den nächsten Punkt Gimbal Head Tracking aktiviert, so greift Litchi den Kompass und den Neigesensor eures Handys ab und überträgt diesen in Echtzeit an die Gimbalneigung eures Kopters. Habt ihr die Gimbal Head Tracking Funktion deaktiviert, so müsst ihr ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, die Gimbalneigung über euer Drehrädchen an der Fernbedienung vornehmen. Da ich aber die Gimbalsteuerung durch das Auf- und Abdrehen meines Kopfes ganz cool finde, habe ich das sehr gerne aktiviert. Wie schnell oder direkt nun die Anpassung eurer Handyneigung an den Gimbal übertragen werden soll, könnt ihr bei Gimbalgeschwindigkeit angeben. 4 wäre jetzt sehr schnell der höchste Wert, 1 wäre der langsamste Wert. Was sich hinter der neuen Funktion Copter Head Tracking verbirgt, das schauen wir uns im letzten Abschnitt dieses Videos an. Mit dem Schalter Seitenverhältnis könnt ihr umschalten von 16 zu 9 auf 8 zu 9. Wie ihr seht, ist das Bild dann etwas ausfüllender von oben nach unten. Bitte bedenkt aber, dass in diesem Fall links und rechts das Bild etwas eingeschränkt wird. Hier im breiten 16 zu 9 Format ist zum Beispiel noch der Vorhang zu sehen, was im anderen Format nicht der Fall ist. Eine Beschneidung oder Ausweitung der Höhe findet nicht statt, wie ihr hier an diesem Fenster sehen könnt. Daher bevorzuge ich das 16 zu 9 Breitbildformat. Bei den Telemetriedaten steht H für Höhe und E für Entfernung zum gesetzten Homepoint. T steht für Tempo mit der Angabe in Kilometer pro Stunde und G steht für die aktuell verfügbare Anzahl an Satelliten. B steht für Batterie und zeigt eure Batterieladelevel in Prozent an. Der darunterliegende grüne Litchi-Pfeil deutet immer in die Richtung eures Homepoints und soll euch ein wenig helfen, die Orientierung gut zu behalten. Zeichnet ihr aktuell ein Video auf, so wird dieser rote Punkt hier eingeblendet. Gehen wir nun zum Feldversuch über. Bevor ihr nun losfliegt, informiert euch bitte über die aktuelle Gesetzeslage an eurem Flugort, über den Gebrauch von VR-Brillen. Ein alternatives Flugsetup könnte ja so aussehen, dass der Pilot den Kopter ganz normal auf Sicht fliegt und eine zweite Person sich die VR-Brille auf den Kopf schnallt. Klassisch für die Benutzung einer VR-Brille ist sicherlich das freie Fliegen im ganz normalen FPV-Modus. Ihr könnt den VR-Modus aber auch im GS- bzw. im Wegpunkt-Modus benutzen. Hier könnt ihr dann grundlegend eure Kopterrotation und Kameraausrichtung so belassen, wie ihr ursprünglich eure Mission geplant habt, oder ihr schaltet um und lasst den Kopter lediglich entlang der vorgegebenen Route fliegen, bestimmt aber während des Fluges die Kameraausrichtung und die Gimbalneigung manuell. Hierzu wählt ihr bei Richtungsmodus kontrolliert durch Benutzer. Zudem setzt ihr den Standardmodus für Gimbalneigung auf deaktiviert. Mit diesen Einstellungen fliegt nun der Kopter die geplante Mission zwar entlang, ihr habt aber jederzeit die Möglichkeit, mit dem linken Joystick eurer Fernbedienung den Kopter von links nach rechts rotieren zu lassen und natürlich mit dem Headtracking die Kamera auf- und abzuschwenken. Auch im Fokusmodus könnt ihr jederzeit auf die VR-Brille umschalten. Besondere Einstellungen sind hierfür nicht notwendig. Auch im Folgenmodus könnt ihr jederzeit in den VR-Modus umschalten und die Brille benutzen. Da es aber etwas doof ist, sich selbst irgendwie mit der Brille am Kopf und der Fernsteuerung zu folgen, habe ich hier die Sache über Magic Leash gelöst, so dass mein
Helfer für mich hier eine Runde läuft und ich das VR-Bild genießen kann. Im Orbit-Modus könnt ihr natürlich genauso die VR-Brille aktivieren. Hier könnt ihr dann entsprechend entscheiden, ob ihr die Voreinstellung der Gimbalneigung und der Kopterausrichtung so belasst, wie sie ist, oder ob ihr manuell eingreift und mit dem linken Steuerkreuz den Kopter in seiner Orbitbahn um die eigene Achse rotiert und ob ihr die Gimbalneigung entsprechend ändert. Kommen wir nun final zu dem Thema mit dem Copter-Head-Tracking. Dies findet ihr in den Einstellungen. Hier habt ihr grundlegend zwei Möglichkeiten. Die horizontale Kopterrotation mit eurem Kopf bzw. mit dem Sensor in eurem Handy zu steuern. Bei der Variante Immersive ist es nun so, dass wenn ihr euren Kopf um ein paar Grad dreht, sich in Echtzeit euer Kopter um dieselbe Gradzahl in dieselbe Richtung mitdreht und genau in dieser Position stehen bleibt, bis ihr euren Kopf wieder ein paar Grad nach links oder rechts dreht. In der Praxis und wenn es ziemlich windet, dann sieht die ganze Sache in etwa so aus. Bei der Methode Joystick soll die Funktion eures linken Steuerknüppels auf das Headtracking übertragen werden. In diesem Fall wird bei Aktivierung des VR-Modus die Ausrichtung eurer VR-Brille als neutral angesehen. Bewegt ihr euren Kopf nach links, so ist das äquivalent, wie wenn ihr den linken Steuerknüppel eurer Fernbedienung nach links bewegen würdet. Entsprechend beginnt euer Kopter so lange nach links zu rotieren, bis ihr euren Kopf wieder in die Ausgangsrichtung stellt. Die Ausrichtung eures Kopters hat dann natürlich nichts mehr damit zu tun, in welche Himmelsrichtung euer Kopf schaut. Nach rechts funktioniert diese Logik natürlich genauso. In der Praxis sieht die Sache dann in etwa so aus. Da ich persönlich aber der Meinung bin, dass man mit dieser Methode leicht durcheinander kommen kann, nehme ich gerne selbst die Immersive-Methode. So, und das soll es dann soweit auch gewesen sein und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und Fliegen.